Und damit herzlich willkommen zum nächsten Part von Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Portale in die Unendlichkeit. Wir stehen hier direkt vor unserem allerletzten Bosskampf, hier im großen Finale vor dem riesen Kältekern. Nachdem wir den Kyurem im letzten Part besiegt haben, steht nun er hier vor uns und ja, es ist Zeit, das Drama zu beenden, weswegen wir eigentlich in diese Welt gekommen sind. Wir werden uns jetzt erstmal hochboosten und dann wird es Zeit, diesen Kristallturm hier, Kristallturm sag ich schon, Riesenkristall zu besiegen. Also die Frage ist nur, wie hier als was funktioniert. Es ist ja kein richtiges Pokémon, aber trotzdem ist es ein Endgegner in dieser Hinsicht. Also bin ich gespannt, was da so alles kann. Ich werde gleich erst versuchen, irgendwelche Items einzusetzen. Das hat bei Kyurem ja auch nicht funktioniert. Ich glaube, auch hier werden wir da nicht mit auskommen. Vor allen Dingen, man kann ja keinen Gegenstand irgendwie einschläfern oder so, nehme ich mal an. Egal. Ich hoffe, du bist auch nicht von so gesagt einem Typ Eis oder so. Aber egal, Doppelhieb. Kältekern erleidet keinen Schaden. Dennoch, angreifen lautet die Devise. Okay, das ist nicht gut. Zum Weitermachen. Oh Gott. 39 Schadenspunkte macht, das ist irgendeine Attacke und schon bin ich eingeschläfert. Ich hau mal ab. Ich sehe schon, er kann sich nicht bewegen, er kann aber irgendwo hingucken. Und kann mich dann nochmal angreifen, sobald ich in der Nähe bin. Und noch viel Schaden machen. Zumindest sollten Singlebären funktionieren. Das ist gerade nicht gut, dass ich verwirrt bin. Das möchte ich gerne un... Oh Gott, was hat er da gemacht? 37 Schadenspunkte erstmal gemacht und dann auch noch AP gesunken. Ich hau wieder ab. Jetzt bin ich weit genug weg erstmal. Ach Gott, der kann es in einer Linie machen. Ah, ich hasse es verwirrt zu sein, Leute. Ich hasse das tierisch. So. Kann nochmal angreifen. Nee, ich habe keinen Treffer erlitten, sehe ich gerade. Wie lange hält die Verwirrung noch an? Und jetzt bin ich schon wieder in seiner Richtung. Sehr schön. Passt wunderbar. So, kann ich jetzt endlich mal... Jetzt mein... Ach, das gilt über den kompletten Raum. Kann ich jetzt bitte endlich mal entwirrt sein? Hallo? Und ich bin tot. Scheiße, und schon sind die Boosts auch wieder weg. Aber ich bin immer nicht mehr verwirrt. Geile Scheiße. Was soll denn der Mist? Zahnangriff und Angriff sinkt. Ja, geil. Ist das denn fucking ernst jetzt? Irgendwie macht er mir mehr Probleme, als ich das damals hatte. Ich esse jetzt mal Singlebeere. Dann muss ich mich wieder boosten. In der Hoffnung, du verwirrst mich jetzt nicht nochmal. Ich komme vom Glauben ab, Leute. Das gibt's doch nicht. Leute, wir verlieren den Kampf nur, weil er mich die ganze Zeit verwirrt. Ich würde nicht treffen. Und ich komme nicht vom Gegner weg. Ich bin schon wieder tot. So, mein Freund, jetzt reicht's mir. Nochmal boosten. So, und kriege ich jetzt endlich mal einen Angriff durch. Habe ich jetzt alle... Warte mal kurz. Was habe ich jetzt alles für Items? Ich habe keinen... Ich habe noch einen Belebersamen. Was ist das denn bitte für ein geiler Mist hier? So. Vieres Tempo, bitte. Und lass jetzt mal einen Angriff durchkommen. Nee, Angriff schlägt fehl. 36 Schadenspunkte. AP sind gesunken. Geile Scheiße. Angriff schlägt schon wieder fehl. Er greift an. Ich bin verwirrt. Ich probiere es jetzt nochmal. Und ich gehe dann natürlich daneben. Ich krieg Schaden. Bin tot. Letzter Belebersamen verschwendet. Und bin dadurch nicht mehr verwirrt. Wieso sind denn jetzt der Angriff und der Spezialangriff? Kann mir das jetzt mal jemand erklären? Was ist denn hier los? Ich guck nochmal ganz kurz. Was ist denn das hier? Fnupa leidet 40 Schadenspunkte. Fnupa wurde wiederbelebt. Angriff und Spezialangriff sinken. Hier steht nicht der Grund. Ich mach nochmal Drachentanz, Leute. Warum kann ich jetzt nicht angreifen? Das macht das Ganze ziemlich bescheuert, muss ich sagen. So. Und dann muss ich hier verlieren. Sehe ich das richtig? Und ich bin schon wieder verwirrt. Die verwirrt zu 100%. Sehe ich das richtig? So, jetzt bin ich nochmal näher ran. Er leidet keinen Schaden. Ach Gott, ich war die ganze Zeit ein Feld von ihm weg und ich wundere mich die ganze Zeit, warum ich keinen Schaden mache. Ich mache die ganze Zeit doppelt. Ich bin ein Feld von ihm weg gewesen. Und ich wundere mich... Oh, das ist doch nicht wahr, Leute. Ich gebe mir die ganze Zeit Mühe, ihn anzugreifen und bin zu weit weg. Und ich merke das nicht. Oh, dämlich. Super. Also ich habe keine Belebersamen mehr, möchte ich mir erwähnen, ne? Das ist ja richtig dämlich, Alter. Ich bin verwirrt und bin tot. Das ist dämlich, aber es war so gewollt. Okay, also man sollte hier zersterben, weil man ihn nicht besiegen kann. Also im Sinne von, man kann ihn so viel angreifen, wie man will, man schafft es nicht. Aber ganz ernsthaft, ich bin so dämlich und... Bin ich nah genug an ihm dran? Wo bin ich? Gib dich da auf, gib dich da auf!
Gib mich auf, ja, das kenne ich schon. Na klar, alle rufen mir zu und geben mir Kraft. Sie feuern mich an. Dann muss ich mich aufraffen. Ich muss mich noch einmal dem Kältekern stellen. Sie setzen alle ihre Hoffnung in mich. Ich darf sie auf keinen Fall enttäuschen. Möchtest du den bisherigen Spielstand speichern? Erstmal nicht. So, ich kann jetzt nochmal... Also ich kann mich jetzt kaum noch an den ersten Run erinnern hier durch. Aber muss man hier verlieren? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Wäre dann ziemlich dämlich eigentlich, weil jetzt habe ich da Sinkelbeeren und Belebersamen verschwendet. Warte mal kurz. Ach ja, ich habe die Items verloren. Ach, geil. Und ich wundere mich hier. Die Samen kann ich mir weglegen. Items mitnehmen. Von dir nehme ich jetzt 3 Stück mit Sinkelbeeren. Ich nehme jetzt nochmal... Ich habe doch 2 Belebersamen. Die nehme ich jetzt beide mit. Was habe ich jetzt noch alles? Items ablegen. Singlebeeren, Persuffbeere, Belebersamen, 2 Stück, Schlafsand, ja, das sollte reichen. Das war gerade ziemlich dämlich. Jetzt müsste weitergehen. Wo sind wir jetzt? Wieder hier. Okay. Man sollte doch nicht verlieren. Also das war schon ziemlich dämlich. Leute, alter Schwede, was ist das für ein Finale? So, schaffe ich es jetzt, dich anzugreifen? Nee. Der erste hat sogar nicht mal getroffen. Dennoch, angreifen Leute die. Super. Ich bin wieder verwirrt gleich. Sehr schön. Damit. Das ist unglaublich dämlich. Wisst ihr das? Wie bescheuert das ist? Wer kann denn so einen Gegner programmieren? Zu 100% verwirren. Mit einer Attacke. Und die Verwirrung hält auch noch so lange an. Und dann hat er doch noch so eine Multi-Attacke. Ich habe noch 1 KP. Geil. Ich hätte vielleicht mehr Singlebeeren mitnehmen sollen. Ich kann mich unendlich angreifen aus der Ferne. Das wird nichts. Ich kann auch bestimmt keine Items benutzen. Das will ich gar nicht jetzt versuchen. Ich dachte, ich die nächste Singlebeere fressen. Das ist doch bescheuert. Wer programmiert sowas? Ganz ernsthaft. Jetzt irgendwie habe ich auch die Erinnerung, dass es beim letzten Mal einfacher ging. Ja, natürlich. Und wieder der gesamte Scheiß nochmal. Habe ich jetzt auch keinen Bock mehr drauf. Das lohnt sich überhaupt nicht mehr. Jetzt bin ich besiegt. Jetzt müssen die Verwirrung dann weg. So, jetzt kann ich mich nochmal hochboosten. Warte mal kurz. Wieso sind meine AP nicht aufgefüllt, wenn ich mich doch gerade mit Belebersamen hochgeheilt habe? Das war eben anders. Bin ich jetzt total bescheuert? So, ich habe jetzt natürlich Zeit, dahin zu gehen. Bin ich... Ah, so. So, Kälte kann keinen Schaden. Trotzdem weitermachen. Ach, jetzt endlich. Danke. Meine Fresse nochmal. Sorry, aber das ist echt ein bisschen zu anstrengend. Und das ist auch ein bisschen zu overpowered. Wenn man alleine kämpfen muss und der verwirrt dann die ganze Zeit, dann muss man Belebersamen einsetzen. Ah, puh, meine Angriffe sind wirkungslos. Kein einziger geht durch. Ganz egal, wie ich auch angreife. Den Kältekern lässt es völlig kalt, im wahrsten Sinne. Was soll ich denn jetzt bloß machen? Ach, Flupsi ist auch noch da. Oh nein! Du meine Güte, in dem Moment, in dem ich anfing, an mir zu zweifeln, ist der Wind... Flooper, du musst an dich glauben. Sei stark. Der Wind wird... Der Kältekern wird ja immer... Nicht gut. Es war eben schon ziemlich blöd. Alter Schwede. Opa, schau mal dort über dem Eispalast. Na du, was ist denn das? Dieser bedrohlich wirkende violette Wirbel. Hm, was geht denn hier vorne vor sich? Was auch immer es sein mag, mir schwant nichts Gutes. Ja, bei seinem Anblick läuft es einem geiskalt den Rücken runter. Wir haben zwar versucht, gemeinsam voller Zuversicht nach vorne zu blicken, aber es sieht nicht so aus, als würde es funktionieren. Es scheint fast ausweglos. Zuversicht allein ist wohl nicht genug was. Wir stecken in der Klemme, das ist die ungeschminkte Wahrheit und die tut weh. Was redet ihr denn da bloß? Ihr dürft jetzt nicht aufgeben. Die Pokémon, die in Rastand vorbeigekommen sind, haben die Kunde verbreitet. Dank ihnen gibt es sicher auch noch in anderen Orten Pokémon, die uns unterstützen. Und vergesst nicht all die Pokémon, die sich auf dem Stadtplatz gesammelt haben. Sie wissen nicht, wie es um den Eisplatz steht, aber sie senden unseren Freunden dort unbeirrt ihre Gedanken und gute Wünsche. Was werden sie wohl tun, wenn wir, die wir den Ernst der Lage erkannt haben,
hier einfach den Kopf in den Sand stecken. Wir müssen weiterhin unermüdlich an Flupper glauben und an alle anderen, die im Eispalast ihr Leben aufs Spiel setzen. Hey, seht doch! Der violette Wirbel! Er wird immer größer! Tatsächlich! Also doch, wir sind verloren, stimmt's? Das ist dann wohl das Ende. Zwar ziehen wir nun endlich alle an einem Strang, aber das kam wohl zu spät, oder? Opa? Joklöpf? Hört mal, wir können doch jetzt nicht die Flinte ins Korn werfen. Jetzt heißt es Zähne zusammenbeißen und Ohren steif halten. Wir müssen da durch. Was ist denn nun mit meiner Stimme? Weshalb kommen meine eigenen Worte mir so halbherzig und inhaltsleer vor? Dabei bin ich doch so überzeugt. Das klingt doch nicht nach jemandem, der aus Überzeugung spricht. Warum nur? Warum nur klingen meine eigenen Worte so unwahr? Könnte es sein, dass ich selbst von meinen Gefühlen zum Narren gehalten werde? Und das jetzt, wo wir doch endlich alle begonnen haben, zusammenzuarbeiten und voller Zuversicht nach vorne zu blicken. Egal wie sehr wir uns dem scheinbar Unausweichlichen in den Weg stellen, egal wie verbissen wir kämpfen, letztendlich werden wir unser Schicksal wohl nicht ändern können, oder? Na, wollen wir hoffen, dass es nicht so. Oh Gott, dieser Gegner, Leute! Flupper, du darfst nicht aufgeben. Ich werde bis zu meinem letzten Atemzug an das scheinbar Unmögliche glauben. Und das musst du auch, Flupper. Du hast recht. Ich werde nicht aufgeben. Ich werde auch die letzten, wirklich die allerletzten Kräfte mobilisieren und angreifen. Na gut, weiter geht's. Ah! Und das war nicht schlecht, Leute. Ah! Scheint zu funktionieren. Und scheinbar war es das auch. Was ein schöner Regenbogen. Hey, seht nur! Das ist doch ein Regenbogen! In der Tat, ein Regenbogen! Rate mal, was das für ein Regenbogen sein könnte im Endeffekt, falls ihr euch noch dran erinnern könnt. Hinter dem Eispalast ist ein Regenbogen am Himmel zu sehen. Kaum zu glauben. Ob er es wirklich ist, der Regenbogen der... Der Regenbogen der Hoffnung. Oh nein, der Regenbogen! Verschwindet wieder! Das ist nicht gut wiederum. Hey, es war zwar nur für einen Augenblick, doch wir haben ihn alle ganz deutlich gesehen, nicht wahr? Ja, ich habe ihn gesehen. Es war atemberaubend schön. Es ist so lange her, seit ich den das letzte Mal gesehen habe, dass die Erinnerung an ihn fast aus meinem Gedächtnis verschwunden ist. Doch es besteht überhaupt keinen Zweifel. Das war der Regenbogen der Hoffnung. Es war der Regenbogen der Hoffnung. Es war der Regenbogen der Hoffnung. Wusste ich doch. Es musste so sein. Es ist zurück. Der Regenbogen der Hoffnung. Der Regenbogen der Hoffnung. Dessen bloßer Anblick alle Pokémon mit Hoffnung erfüllt. Ich möchte ihn noch einmal sehen. Ich möchte ihn in aller Pracht der Bäume leuchten sehen. Ich werde die freudige Botschaft den anderen auf dem Stadtplatz übermitteln. Da wir sind auf einem guten Weg. Es gibt wieder Hoffnung. Es ist also noch nicht aller Tage Abend. Bitte, zeige uns noch einmal. Ja, ich möchte den Regenbogen der Hoffnung auch nochmal sehen. Bitte, bringt ihn zu uns zurück. Flupper! Wir sind noch nicht fertig. Die Stimmen von allen. Ich kann sie laut und deutlich hören. Ihre Gefühle, ihre Herzen, sie sind bei mir und treiben mich mit unbändiger Kraft an. Flupper, los! Ja, wir sind noch nicht fertig. Es kann weitergehen. Und ich würde sagen, diesmal machen die auch Schaden, hoffentlich. Wie sieht es mit den Items aus? Nicht gut. Eine Singebeere, ein Belebersamen. Aber diesmal, Leute. Diesmal machen wir auch endlich Schaden. Ich boost mich wieder hoch. Und wehe, du machst nochmal den gleichen Scheiß wie eben. Aber ich bin jetzt direkt vor dir, ne? Ja, bin ich. Okay. Doppelhieb. 64 und... Der Zeil trifft natürlich nicht. Sehr schön. Und ich habe keinen Treffer erlitten. Das ist schon mal gut. Ich treffe wieder. Ich treffe nochmal. Jetzt trifft er mal. AP-Sing zwar, aber ich werde nicht verwirrt. Das ist eine andere Attacke. Er hat ja zwei Attacken. Diese blaue Welle und diese rote. Und das ist eine neue. Oder? Ich weiß nicht. Wie viel belebe ich das noch? Kältekern wurde besiegt. Das war's. Na endlich, Leute.
Das war's nun vollständig. Nun ist er endlich zerstört. Fnupa, es ist vollbracht. Du hast den Kältekern besiegt. Damit sind die dunklen Wolken endlich wieder weg. Für immer. Wollen wir hoffen. Oh, der Regenbogen! Er ist wieder da! Und er ist viel deutlicher zu sehen als zuvor. Dieser komische, lilafarbene Wirbel ist endlich verschwunden. Oder seiner Stelle ist jetzt der Regenbogen der Hoffnung. Ob sowas möglich ist? Naja, ich glaube kaum. Er ist wirklich wunderschön! Das Kyurem, der fast von einem Eisklumpen erschlagen wird. Wo ist der Rest? Ja, ich glaube, da bröckelt so langsam alles runter. Das ist nicht sehr gesund für uns da oben. Stimmt natürlich, weil der Kältekern jetzt weg ist, bringt auch nichts mehr, das alles zum Schweben und das alles zerbricht. Der Eispalast bricht auseinander. Aber was wird denn aus Fnupa und den anderen? Bitte, hoffentlich geht es allen gut. Und wir können speichern. Meine Lieben, das war's für heute. Wir haben es geschafft. Der Kältekern ist jetzt endlich zerstört. Gott sei Dank, das hat mich die Nerven gekostet beim ersten Kampf. Wenn man bedenkt, dass ich mal vorhabe, das nochmal zu spielen, auf meinem neuen Kanal, und das ohne Items zu machen als Challenge, das habe ich vor. Eigentlich, wird ziemlich witzig bestimmt, wenn wir da nochmal ran müssen an so einen Kältekern, wenn wir ohne Belebersamen, ohne Singebären und so weiter da arbeiten dürfen. Schön. Ich überdenke das vielleicht nochmal, wer weiß. Aber trotzdem, das war's heute. Kältekern ist zwar besiegt, wie gesagt, aber der Eispalast bricht jetzt zusammen. Die Frage ist, was passiert jetzt mit uns? Das ist die große Frage und das werden wir hoffentlich im nächsten Part beantworten können. Also, meine Lieben, bis zum nächsten Part. Bis dann und auf Wiedersehen.